Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch mit eurem Brocken. Ja, auf eine Empfehlung hin sollte ich mal Pharah spielen. Das werden wir auch einfach mal machen, warum auch nicht. Ich meine, davon leben wir ja schließlich, einfach mal was Neues zu machen. Und ja, jetzt werden wir uns einfach mal mit Pharah ranmachen hier und gucken, wie die Dame ist oder wie die Dame nicht ist. Mir wurde gesagt, ich weiß nicht, kann die irgendwas... Ah, die hat Treibstoff. Autsch, tot. Ja, wie gesagt, das wird anscheinend ein sehr kurzes Match. Ich werde wahrscheinlich dann noch eine Folge eventuell dranhängen. Mal gucken. Also, stets wieder im Einsatz. Ah, okay. Hat also einen Rocket Launcher sozusagen auf dem Rücken. Das Ziel gehört mir. Ja, ich weiß nicht, weil bis jetzt kann ich dazu echt noch gar nichts so sagen. Also das ist halt ein relativ kurzes Match, muss ich sagen. Nennt mich McCree. Junge Mann, noch dein scheiß verkacktes Mikrofon aus. Ja, das wird ein ziemlich kurzes Match hier. Naja. Erste Runde. Ah, okay, es sind zwei Runden. Okay, okay. Erste Runde haben wir verloren. Ich wurde eliminiert. Nein. 1-0. Okay, ja gut, dann wird es nur eine Folge. So, Action. Ich bin wieder da. Wer ist da? Wen haben wir denn? Izzy spielt jetzt als Anna. Boah, Junge. Warum machst du einen Eisblock dahin? Ist nicht so cool. Wie das los? Wie schnell ist denn? Es geht, Junge. Super eigentlich. Howdy. Howdy die Gaudi, Junge. Was machst du da? 5, 4, 3, du sollst nicht mit 2, Sachen auf ihn schießen. 1, 2, so Leute, und jetzt Action. Jetzt müssen wir auch mal zeigen, was wir drauf haben hier. Was habe ich eigentlich hier so? Ah, hier habe ich so einen Supersprung. Okay. Weiß nicht so wirklich. Also ich finde die Dame bis jetzt persönlich gar nicht so geil auf dem Tönen. Aber wie gesagt, ich werde die jetzt auch noch ein paar Folgen testen. Wie gesagt, bis jetzt muss ich sagen, ist der Torbjörn ja absolut mein absoluter Lieblingsfavorit einfach. Der Zwerg ist einfach der absolute Hammer. Also für mich persönlich. Ich kann ihn ja einfach leiden. Oh, eliminiert. Na gut, die macht halt natürlich viel Schaden, ne? Diese Chance wird nicht verschenkt. Boah. Ja gut, ne? Ist halt ein Rocket Launcher, ist halt nicht schlecht. Also an sich würde ich jetzt mal behaupten, so macht man schon relativ guten und konstant starken Schaden mit den Raketen auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht. Ich hab halt 6 Schuss in den Launcher drin. Aber scheint mir jetzt selber. Ja. Ich sichere den Punkt. Ich bin mit sicher. Geht an meiner Position in Stellung. Sie schießt eindeutig zu langsam. Also für mich. Ich finde den Zwerg, muss ich da sagen, der ist wesentlich agiler. Zwar schießt er auch nicht so schnell. Muss man ihm lassen. Aber er hat einfach, für meines Erachtens nach, einfach den viel besseren Vorteil, Leute, dass man einfach mit dem Geschütz einfach, ja, auch außerhalb seiner normalen Waffe noch was reißen kann. Die Dame ist echt kacke, die werde ich ja nicht mehr spielen, aber ich komme mit der Null klar. Danke, danke natürlich trotzdem für die Empfehlung. Ich bin versucht, mir die nette Dame hier Pharah nahezulegen, aber da werde ich mir dann doch eine andere Person zulegen. Lieber als die, also ich komme mit der Person so Null klar. Also für mich ist sie gar nichts. Ich
Ich sichere den Punkt. Das ist eure gerechte Strafe. Boah, Junge. Das ist eure gerechte Strafe. Nein. Boah, Alter, das war aber knapp hier. 99%, ey. Die brauchen das nur einmal übernehmen, Alter. Boah, what the fuck, ey. Dame ist wirklich für mich null und Ende. Verlängerung brauchen wir doch gar nicht. Die haben doch eh die 100% jetzt. Also bitte. Ich wollte gerade sagen, da noch eine Verlängerung zu geben ist ja wirklich nicht gerade sehr geil. Ja, okay, vielen Dank trotzdem für die Empfehlung. Aber oh nee. Die Dame ist mir dann doch ein bisschen zu gruselig. Und ist echt nichts für mich. Ja, auf jeden Fall, das ist echt eine gute, konstante Leistung, auch wenn er mich dabei gekillt hat jetzt. Aber wie gesagt, die Dame, ey, damit komme ich ja null klar, auf jeden Fall. Ja, geblockter Schaden ist jetzt ja nichts Besonderes. Nehmen wir hier 16 Eliminierungen, geben wir ihm Punkt auf jeden Fall. Auch wenn es ein Gegner ist, verdient hat das, auf jeden Fall. So, na, bekommen wir noch ein Level Up? Nö. Leider nicht. Naja, damit sind wir auf jeden Fall wieder mit der Folge Overwatch durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und haut da rein und schaltet wieder fleißig ein.